Das Strandbad Jungfernheide in Berlin ist der perfekte Ort für tolle Ferien. Aber hier passiert heute noch viel mehr. Johanna Landscheid hat ganz viele komische Sachen dabei. Und ist mit Anni und Karl verabredet. Was sie wohl vorhat? Hallo! Hallo! Ich bin Johanna. Ich bin Anni. Ich bin der Karl. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, wie man eine richtig coole Sandburg baut. Eine Sandburg? Ist das nicht was für Kleinkinder? Ich mache das vom Beruf aus und zeige euch einfach mal, was man so selber am Strand alles so machen kann. Normalerweise baut Johanna riesige Skulpturen und benutzt dazu besonderen Sand, nämlich Kiesgrubensand. Dessen Körner sind eckig. Bei normalem Strandsand sind die Körner kugelig rund. Aber die eckigen Körner sind im Vorteil. Und wie bei Bauklötzen und bei Kugeln kann man Bauklötze natürlich besser aufeinander stapeln als Kugeln. Und dadurch wird der Sand stabiler und man kann halt größer bauen. Aber auch aus dem normalen Strandsand lässt sich was Tolles zaubern. Johanna und die Kids fangen mit dem Fundament an. Dazu benutzt Johanna eine Umschalung, die sie aus einer Plastikkiste zurechtgeschnitten hat. So kommt der Sand gleich in Form. Wenn die Kiste halb voll ist, muss Wasser zum Sand. Die richtige Mischung ist ganz wichtig. Ja, man hat halt bei dem trockenen Sand, das ist zu trocken. Und zu feucht ist halt wie bei Matschepampe, ne? Das hält natürlich auch nicht. Das ist halt, also es muss halt so eine Mischung werden, dass es halt nicht feucht ist, aber halt nicht zu trocken. Das muss man ein bisschen nach Gefühl machen. Hier würde ich sagen, kann auch ein bisschen mehr Wasser drauf. Gesagt, getan. Das Ganze gut durchmischen und dann dürfen Anni und Karl den Sand feststampfen. Das presst die Luft aus dem Gemisch und das Fundament wird sehr stabil. Nach diesem Prinzip geht es Schicht für Schicht weiter. Auf das untere Fundament kommt noch eine kleinere Form für den Burgturm. Tipp 1 der Sandspezialistin Johanna: Ein stabiles Fundament ist wichtig. Mit der richtigen Wassersandmischung und einer Verschalung funktioniert's. Damit der Sand besser hält, muss er zwischendurch immer wieder mit Wasser besprüht werden. Dann kann man ihn besser formen. Aus der Grundform will Johanna jetzt die Burg schnitzen. Aber womit? Und ich habe euch Werkzeuge mitgebracht. Und zwar einfach normale Buttermesser. Die eignen sich nämlich ganz gut. Ist dann wie so ein Spachtel. Also kann auch sowas benutzen, aber das hat man eher zu Hause. Also jetzt einfach rundformen. Genau, also in der Mitte, ihr könnt halt, also einen Kreis, man kann hier oben zum Beispiel einen Kreis anzeichnen und dann weiß man ungefähr, was weg muss an den Ecken. Und wir fangen halt bei den Sandskulpturen auch immer von oben nach unten an zu arbeiten, weil man sich natürlich sonst immer alles wieder zumüllt mit dem Sand, der von oben kommt, ne? Tipp 2 der Sandexpertin, immer von oben nach unten arbeiten. Mit dem Buttermesser bewaffnet schneiden Johanna und die Kids den Turm in Form. Damit auch eine richtige Ritterburg daraus wird, dürfen natürlich keine Zinnen fehlen. Johanna zeichnet sie erst einmal ein, damit die Kinder wissen, was weg muss. So, man muss es hier dann einfach vorschneiden und es dann so Stück für Stück rausarbeiten. Eine Stunde schaben und kratzen Johanna und die Geschwister an der Burg. Dann ist aus dem Sandberg schon eine ziemlich coole Ritterburg mit vielen Zinnen und Türmen geworden. Aber Johanna will noch mehr Feinheiten, zum Beispiel Fenster. Dafür sind die Buttermesser zu grob. Normale kleine Eislöffel sind das perfekte Werkzeug dafür. Wieder zeichnet sie erst vor und schabt dann vorsichtig ab. So entsteht ein kleines Fenster. Und dann? Und wenn man halt noch was überstehen hat, habe ich hier noch ein Werkzeug, was man auch als, kann man auch einfach einen Strohhalm nehmen. Und damit kann man halt so kleine Körnchen wegpusten, wenn man so ganz feine Details hat. Ist ja krass. Tipp 3. Mit einem Strohhalm kann man ganz feine Details am Ende auspusten. Das funktioniert auch super bei dem Mauerwerk, das Johanna und die Kinder auf die Burg zeichnen.
Im professionellen Sandbogenbau dauert es bis zu 7 Tagen, bis eine Skulptur fertig ist. Anni, Karl und Johanna haben ihre Ritterburg heute in 4 Stunden gebaut. Aber ein letzter Arbeitsschritt fehlt noch. Mit normalen Pinseln bewaffnet wird alles nochmal sauber geputzt. Ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Ja! Also, für die coole Strandburg braucht man als erstes ein stabiles Fundament. Die Feinheiten schnitzt ihr am besten von oben nach unten ins Bauwerk und ein Strohhalm hilft einem super bei den feinen Details. Der nächste Strandurlaub kann kommen. Und wer weiß, vielleicht zaubert ihr ja auch so eine tolle Ritterburg.